Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Ziel muss es sein, übermorgen dann zumindest diese Haupttribüne hinter uns zu bekommen. Das ist klar. Der Rahmen für das Spiel ist sehr speziell. Wurde auch schon viel darüber geäußert und geschrieben. Da an der Stelle von mir eher weniger Input dazu, vielmehr einfach, dass es uns Mut gemacht hat, nicht nur Spaß und auch Freude, sondern auch Mut gemacht hat, wie die Mannschaft, denke ich, am vergangenen Sonntag auswärts aufgetreten ist, wenn auch in veränderter Formation. Und jetzt die Verletzung von Frank Kohm, wie eben von Jörg Bock genannt, die ist jetzt ganz frisch, die stammt aus dem Vormittagstraining. Es ist also so, dass er Sprunggelenkverletzung hat, wenige Tage jetzt auch gar nicht belasten darf, sprich auftreten darf, und dem geschuldet planen wir ohne Franco, aber ansonsten ohne Änderung dann jetzt im Kaderblatt. Entsprechend, volle Kraft voraus, kriegen einen sehr spielstarken Gegner hier zu Hause vor die Brust, bei dem die Maschinerie an der einen oder anderen Stelle jetzt aber auch gehakt hat in den letzten Spielen. Das haben wir uns gut vorgenommen, wissen, was auf uns zukommt, und wollen versuchen, das Dynamo so schwer wie möglich zu machen, logisch, und hier als Sieger vom Platz gehen bei unserem letzten Heimspiel am Sonntag. Ihn so vorzustellen, also ich denke, einige Informationen sind bekannt. Junge, der ist topfit, im besten Fußballalter, hat mir ganz stolz, er hat die letzten 2 Jahre 5 Trainingseinheiten verpasst, also der ist wirklich voll im Saft, er hat einen super Spielrhythmus und dazu eine gute Quote, haben heute Morgen mal rausgesucht, extra noch, also er macht 24 Assists die letzten 2 Jahre. Ich denke, diese Verpflichtung zeigt ganz deutlich, dass der Oliver und ich versuchen, klar uns an unseren Plan zu halten. Das eine ist die Analyse von unserem aktuellen Mannschaftskader. Was wollen wir da dazu tun? Was brauchen wir da? Der Marc Lorenz hat exzellente stehende Bälle. Also ist ein Freistoß-Spezialist, Ecken, seitliche Freistöße, einen ganz feinen linken Fuß. Ein fantastischer Vorbereiter, der selbst auch Torgefahr ausstrahlt, der Schnelligkeit mit ins Spiel bringt. Gepaart eben auch mit der Tatsache, dass er die dritte Liga kennt, die er selbst bei Arminia als Aufsteiger dann auch verlassen hat in die zweite Liga. Da will er wieder hin, und das ist im Endeffekt ein Junge, der vom Profil her toll zu uns passt und auch ein richtig netter Kerl, auf den wir uns hier sehr freuen beim KSC. Ich habe mir ehrlich gesagt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. So entlang unserer Leistung jetzt vom Wochenende, in allererster Linie kämpferisch und von der Einsatzbereitschaft, von der Laufbereitschaft her einfach top war. Da wollen wir natürlich fußballerisch wieder was draufpacken, das ist klar. Was Dynamo auszeichnet, egal wie das Ergebnis dann nach 90 Minuten war, ist immer, dass sie sehr darauf bedacht sind, den Gegner auszuspielen. Dass sie versuchen, sich große Räume anzulegen, wo sie dann über Passspiel vor das gegnerische Tor kommen, und alles im Endeffekt versuchen, immer wieder spielerisch und mit dem Ball am Boden zu lösen. Die andere Variante, die haben sie auch mit drin, aber zunächst mal geht es Dynamo darum. Und da haben wir uns jetzt drauf eingestellt. Uns, bin ich ganz ehrlich, wenig Gedanken gemacht um die seelische, mentale Verfassung des Gegners. Klar, für die es jetzt an der Stelle, oder für den es jetzt an der Stelle auch nicht mehr um so viel geht. Ich denke aber auch, dass sie natürlich wissen, dass zumindest die 2000, die sie im Gepäck haben, dass sie die auch nicht unzufrieden nach Hause schicken wollen. Und so geht es uns ja auch. Und entsprechend, denke ich, werden beide Mannschaften so ins Spiel gehen, dass es jetzt vielleicht gar nicht so wichtig ist, was in den letzten Wochen war, sondern dass man einfach als Sieger vom Platz gehen will. Nochmal ein richtig guter Gegner, der auch offensiv wirklich sehr bedroht, und müssen eine gute Leistung zeigen am Sonntag, um gegen Dynamo wirklich auch im Spiel zu bleiben. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.